Herzlich willkommen zur 15. Folge Mamalicious Podcast. Das mal mit einem ganz besonderen Gast, Nicola Schmidt, die bekannteste Erziehungsexpertin oder Wissenschaftlerin in ganz Europa, würde ich mal so sagen. Und sie hat ein sehr interessantes Buch geschrieben, das mich interessiert und euch auch interessieren sollte. Der Elternkompass. Was ist wirklich gut für mein Kind? Was für eine Frage. Die allgegenwärtige Frage, die wir auch in unserer Community immer rufen und aber diskutieren. Aber da hat Nicola Schmidt die wichtigsten wissenschaftlichen Studien ausgewertet und für euch nochmal ganz einfach und verständnisvoll zusammengefasst. Sie spricht übrigens auch über das Thema, was passiert, wenn man die ganze Zeit mit dem Handy vor dem Kind hockt und das Kind das Handy sieht. Dazu gibt es übrigens mittlerweile auch schon Studien. Auch wenn man für das eigentlich keine Studie braucht, die Antworten sind extrem spannend und auch wichtig für uns. Darum ganz viel Spass beim Zuhören. Heute möchte ich euch von Nuna, unserem Sponsor und Partner, die neueste Kollektion vorstellen. Und zwar ist das Next-System. Ein ganzes System zum Thema Babyschale und Kindersitz. Und wir fangen jetzt gerade mal an mit dem, was man ganz am Anfang braucht. Und das sind Babyschale, Babyschale und Babyschale. Nuna hat sogar eine Babywanne. Das habe ich persönlich nicht gekannt. Ich hätte das extrem gerne gehabt, weil ich sehr viele lange Strecken fahre und das Baby somit in einer Wanne, wie ihr seht, wirklich bequem kann drin liegen und so, dass auch das Geschwisterli noch Platz hat. Also ich finde das genial. Diese Möglichkeit gibt es. Aber es gibt natürlich dann auch die ganz klassische Möglichkeit mit der Babyschale. Aber das wäre Carrie. Die Babywanne, die ich jetzt erstmal einfach mit einem Klick ganz einfach löse. Und dann kommt die Pippa. Das ist Pippa. Das ist Ara. Das sind die zwei Möglichkeiten an Babyschalen, die Nuna hat. Und den Unterschied erkläre ich gerade. Zuerst klicke ich das jetzt einfach so, rückwärts natürlich, wie es sich gehört, auf die Station. Und was mega cool ist, finde ich auch mega genial übrigens, und zwar mein Kind, oh, Entschuldigung, das passiert auch im richtigen Leben. Mein Kind schlägt immer den Kopf an, wenn ich sein Auto tue. Und das wäre die perfekte Lösung. Du kannst also quasi das Kind so rein tun und dann, wie es sich gehört, nach rückwärts wieder drehen, zack, ohne irgendetwas. Und es ist eingehängt und safe. Das sieht man ja dann übrigens immer da, ob alles richtig ist. Genau, und dann haben wir noch die Ara. Auch eine Babyschale. Der Unterschied von dieser Babyschale und deren ist, dass sie noch ein bisschen tiefer unten ist. Das sieht man hier. 157 Grad. Genau, einfach für die Babys, die noch gerne gemütlich schlafen. Und auch die Mütter, die sich Sorgen machen, wenn die Kinder halt zu früh zu hoch oben sind. Die Möglichkeiten hat man mit der Pippa, mit der Ara und mit der Carrie. Aber das war noch nicht alles. Und jetzt, wenn das Baby wächst, dann gibt es natürlich auch da noch Möglichkeiten. Und das da ist der Toddle. Das letzte Modell, das ich euch zeigen möchte. Und zwar ist das natürlich gerade das, was nach der Babyschale kommt und dann auch ein bisschen länger bleibt. Und zwar bis zu ca. 105 cm. Und da kann man natürlich auch ganz viel machen, ein bisschen mehr als mit der Babyschale. Denn ab einer gewissen Größe darf man ja dann auch nachführen, wenn man das möchte. Nuna empfiehlt aber eigentlich lieber, bis so lange wie möglich in der Rückwärtsposition zu bleiben mit dem Sitz, weil es einfach sicherer ist. Was man auch machen kann, ist, wenn man das in dieser Richtung hat. Ich mache es jetzt so, zum zeigen. Dann kann man den Sitz da vorne auch mit einem Klick nach hinten, wenn das Baby schläft, und so nach vorne, wenn es lieber sitzen tut. Was es auch gibt, das seht ihr da, das ist so ein Seitenaufprallschutz. Ein kleines Extra für ein bisschen mehr Sicherheit, aber wir hoffen natürlich, dass nie irgendetwas passiert. Und da sieht man auch immer, ob man alles richtig gemacht hat und ob das Baby oder das Kind safe ist.
Liebe Nicola, herzlich willkommen. Schön bist du da und schön nimmst du dir Zeit für dieses Gespräch. Ich freue mich riesig. Wie geht's dir heute? Oh, danke. Ich glaube, es geht mir ziemlich gut. Ich habe gerade ein Wochenende hinter mir, in dem ich Coaches ausbilden durfte. Und da bin ich immer glücklich, wenn das Wissen nicht nur in den Büchern ist, sondern wir es auch weitergeben dürfen. Und ich freue mich ganz besonders, dass unser Termin heute so gut geklappt hat. Sehr schön, sehr schön. Ja, dann lass uns doch gleich beginnen. Wir haben ganz viel zu besprechen, sprich, ich habe ganz viele Fragen. Als allererstes, Dankeschön für deine tolle Arbeit, die du hier leistest, für alle Mütter eigentlich. Denn wir bekommen so viel um die Ohren gesagt und behauptet und überhaupt erleben wir ja auch ganz vieles selbst und sind immer... Ja, es gibt halt auch irgendwo durch eine gewisse Verunsicherung, die entsteht, wenn man googelt, ja, und dann gibt es 100 mal die Meinung und 50 mal die Meinung und vielleicht 105 mal die Meinung und wo soll man dann hinschauen, ja? Und da gibt es ja immer die Intuition, die soll ja auch beachtet werden, aber dann gibt es eben noch die Wissenschaft. Und ich habe gelesen, du bist, als du schwanger warst mit deinem ersten Kind, hast du dich gefragt, ja, aber hat das denn Hände und Füße, was die Leute hier erzählen, ja? Und das Gleiche war bei mir mit der Community, die ich gegründet habe. Da, ich meine, kaum ist man schwanger, kriegt man ungefragt und ungefiltert irgendwelche Tipps. Und dann fragt man sich, das war ein Autor, eine Person, eine Erfahrung. Ist das jetzt wirklich das, was für mich auch stimmt? Und ja, genau, das waren so meine Fragen. Und dann habe ich Mamalicious gegründet, weil ich gesagt habe, okay, der Austausch von Erfahrungen ist auch viel wert. Andererseits, nach 10 Jahren, 11 Jahren Community Management merke ich, wir sind immer noch verunsichert. woher kommt das, dass es für ganz viele Dinge in der Gesellschaft effektiv nicht so klare Antworten gibt, wie vielleicht für Zucker schadet und was auch immer, einfach so Dinge, die wir alle wissen. Woher kommt das, dass dein Wissen, das du hier mit ganz viel Mühe reingequetscht hast, dass das nicht frei zugänglich ist und einfach da ist? Also ich glaube, unser Grunddilemma als Homo sapiens ist mal eins, für das wir wirklich nichts können, nämlich, dass es nicht den einen richtigen Weg gibt und dass wir keine Instinkte haben. Ich diskutiere das immer wieder mit Eltern, aber es gibt tatsächlich keinen Mutter- und auch keinen Vaterinstinkt. Das bedeutet, wir wissen nicht instinktiv, wie man es macht. Also jede Katze weiß es, jeder Hund weiß es, jedes Pferd weiß es. Und wir haben unser Neugeborenes im Arm und gucken die anderen an und sagen, ey, und jetzt? Was tue ich? Und das ist schon mal so unser Grunddilemma, dass wir keine festgefahrenen Instinkte haben, die uns sagen, so, also wenn es geboren ist, dann beißt du die Nabelschnur durch, dann isst du die Plazenta auf und dann leckst du das Neugeborene ab. Ich nehme an, niemand, der zuhört, hat das gemacht. Zumindest nicht in dem Maße. Und das ist tatsächlich das Problem, was wir grundsätzlich haben. Und dann ist noch das Problem, dass wir dadurch, dass wir keine festgelegten Instinkte haben, gibt es ganz viele Wege, es richtig zu machen. Also in der heißen Kalahari ist ganz was anderes als oben in Alaska. Und es ist vielleicht in Brasilien was ganz anderes als auf den Seychellen oder als in Berlin oder als in Südafrika. Je nachdem, wie unser Habitat ist, je nachdem, wie unser Klima ist, je nachdem, wie unsere Nahrungsmittelversorgung ist, je nachdem zum Beispiel, wie wir unsere Nahrungsmittel beschaffen, ist es völlig unterschiedlich. Also es geht bis dahin, dass wir Kulturen haben, die sehr weit laufen müssen, um ihre Nahrung zu beschaffen. Die forcieren zum Beispiel das Laufen der Säuglinge sehr früh, da werden die sehr früh trainiert. Während andere Kulturen, die in einem dichten Dschungel wohnen, da ist das Letzte, was du willst, ein Säugling, der früh laufen kann. Du bist nur am Suchen. Ne? Das heißt, da wird Laufen eher verzögert. So, was ist jetzt richtig? Laufen trainieren oder Laufen verzögern? Und die Antwort lautet, es kommt drauf an. Und dann gibt es gleichzeitig Dinge, und das ist das, womit ich versuche, Eltern zu helfen, wo wir wissen, wenn wir das falsch machen, dann schadet es tatsächlich dem Kind. Also wenn wir die Kinder alleine schreien lassen, dann ist es tatsächlich etwas, wo wir messen können. Das ist sowohl in der Kalahari, in Alaska, in Berlin, in Südafrika, in Brasilien und in China, das ist falsch, weil es für den Körper des Kindes ein zu hoher Stress ist.
Und das ist das, was ich versuche, für Eltern rauszufiltern, nämlich was ist das, was wirklich gut ist, deswegen steht es auch vorne auf dem Buch, für mein Kind, und zwar ganz egal, wo ich bin, egal, wovon ich mich ernähre, egal, wie ich meinen Lebensunterhalt verdiene, was ist das, was Kinder brauchen, um sich zu gesunden, starken, bindungsfähigen, stressresistenten, resilienten, kleinen und großen Menschen zu entwickeln. Das klingt wunderbar. Ich habe mir das auch aufgeschrieben. Ich habe mir aufgeschrieben, es gibt ja kein richtig und kein falsch. Das wissen wir mittlerweile auch. Das weiß ich auch nach 10 Jahren Community Management ganz genau. Weil ja, da kann man, gibt es immer wieder Argumente oder Kinder, die einfach anders sind. Aber es gibt, wie dein Projekt auch heißt und dein Herzprojekt, und es gibt eben Artgerechtes und Wohltuendes. Oder eben, ich sage, wohlwollend ist es eigentlich immer, aber es gibt Wohltuendes und es gibt Schädliches. Ja? Können wir ganz kurz zum Einstieg die Top 3, 4, 5, was auch immer dir jetzt spontan einfällt, von das ist definitiv falsch und da diskutieren wir nicht rum. Okay, dann fange ich gleich mit der Bombe an. Was definitiv falsch ist, wenn Kinder alleine von Eltern großgezogen werden und Eltern damit alleine sind. Ne? Also das ist definitiv falsch. Dafür ist der Homo sapiens nicht gemacht. Deswegen ist diese Überforderung, die viele Eltern fühlen, die ist echt. Also wir sind nicht dafür gemacht, das alleine zu machen. Wir sind ein cooperative breeder, also eine kooperativ aufziehende Art. Also alleine mit einem Kind zu sein, ist einfach mit einem Baby, ist mehr als einer Menschenmutter zumutbar ist. Dafür bist du nicht gebaut. Jede Jaguarmutter kann es total gut. Die hat da viel so kleine rumspritzen. Ich habe mir letztens eine Dokumentation über eine Gepardenmutter gesehen. Die hatte 4 Junge, die den ganzen Tag über sie rüber, auf sie rum und an ihr rumgeknabbert. Und nebenbei musste sie noch irgendwelche Tiere jagen. Und ich dachte, oh, wie macht die das? Ich würde die Krise kriegen. Aber sie ist gepaart, sie kann das. Ich bin Homo sapiens, ich kann es nicht. So, das ist mal das Erste. Dann das Nächste ist, Babys brauchen Körperkontakt. Also was definitiv falsch ist, was ich jeden Tag sehe, egal wo ich bin, auf welchem Kontinent, man sieht es mittlerweile fast überall, ist, dass Babys immer weggelegt werden, weggepackt, weggeschnallt, mit Schnuller und irgendwohin. Und wenn sie was haben, dann wird im Kinderwagen gerüttelt oder sie werden irgendwo langgeschoben. Und das ist definitiv Quatsch, weil die beruhigen sich in Koregulation an meinem Körper. So. Und es ist viel schneller und viel leichter, wenn wir sie in unserem Körper koregulieren, weil sie tatsächlich für diesen Kontakt gebaut sind. Und dann wissen wir zum Beispiel, dass Kleinkinder nicht dafür gemacht sind, mit Druck erzogen zu werden. Also Kleinkinder, die ausflippen und denen dann gesagt wird, wenn du jetzt nicht ruhig bist, dann, ich übertreibe, nur dann setzt was oder dann gehen wir nie wieder in den Zoo oder dann gibt es heute kein Eis. Da wissen wir, der Lernteil des Gehirns ist in so einem Moment abgeschaltet. Das heißt, es ist definitiv falsch, so zu reagieren. Es ist nicht nur falsch, was ich immer wichtig finde, es ist ineffektiv. Es macht uns wahnsinnig nicht viel Arbeit, weil diese Kinder viel später lernen, sich selber zu beruhigen, was sie in dem Alter nicht können. Sie müssen in dem Alter koreguliert werden. Sie müssen, ich sehe dich, ich höre dich, du willst noch ein Eis. Ich glaube nicht, dass du jetzt noch ein Eis brauchst, mein Schatz. Du bist müde, wir gehen jetzt nach Hause, aber du bist sauer. Komm in meine Arme, ich bin bei dir. So, das sind so die Klassiker, die man jeden Tag sieht. Und dann gibt es natürlich noch viele, viele andere und auch Sachen, die mich selber überrascht haben, als ich das Buch geschrieben habe. Zum Beispiel, dass Teenager nicht um 8 in der Schule sein sollten, weil ihr Biorhythmus dafür nicht gebaut ist. Die sollten eine Stunde länger schlafen. Oder dass Hausaufgaben keinen messbaren Effekt auf die Lernleistung der Kinder haben. Ey, weißt du, wie viele Hausaufgaben ich in meinem Leben gemacht habe? Warum hat mir das keiner gesagt? Ne, also solche Sachen, wo man wirklich ganz klar sagen kann, wir haben Studien, wir haben am Ende auch Erfahrung. Und das Witzige ist, für die wirklich wichtigen Dinge brauchst du nicht mal Studien. Wenn ich Lehrern diese Studie erzähle, gucken die mich an, als hätte ich nicht mal alle Tassen im Schrank und sagen, ja, natürlich, das weiß ich. Ab 12 kann ich die morgens von 8 bis 10 nur noch beschäftigen oder verwalten und arbeiten kann man mit denen ab 10. Und ich denke mir, wow, wieso beginnt die Schule dann um 8? So viele Fragen, gell? Also warum wird das nicht geändert? Ich denke aber, der Ansatz zu sagen, ich
kümmere mich um die als Elternteil, um die Dinge, die mein Kind außen eben im Außen nicht lernt und mitgekriegt. Ich glaube, das ist eine Zusammenarbeit mit den Lehrern, die gefragt ist hier, dass wir den Kindern eben diesen Ausgleich geben, wenn sie anständig am Tisch sitzen müssen in der Schule den halben Tag, dann sollen sie auch ausrasten dürfen und ihren Gefühlen freien Lauf geben zu Hause. Und wir sind halt nun mal die, die das, wir müssen das ja hinnehmen, weil das mega wichtig ist für das Kind. Ja, oder wir können uns sogar freuen, weil warum flippen Kinder aus zu Hause? Na, also es gibt ja, wir haben ja mal diesen April-Scherz gemacht, dass Kinder sich nach Studienlage bei der Mutter 800 Mal schlechter benehmen als bei jedem anderen Menschen. Das ist natürlich Quatsch. Mein Sohn nicht. Ja, die Studie gibt es natürlich nicht. Aber tatsächlich ist es so, es ist eigentlich ein Geschenk der Kinder an ihre Eltern, weil zu Hause trauen sie sich. Zu Hause trauen sie sich, ihre Gefühle zu zeigen und draußen nicht. Und mir hat meine Kinderpsychologin gesagt, Nicola, wenn dein Kind sich zu Hause schlecht benimmt und draußen gut, dann hast du alles richtig gemacht. Wenn es sich draußen schlecht benimmt und zu Hause pariert, dann solltest du mal gucken, was du angestellt hast. Das ist ein guter Tipp, also ein guter Gedanke, um zu reflektieren. Ich bin ja auch voll bei dir und alles, was ich jetzt da lese oder gelesen habe, das klingt auch total logisch, nur gewisse Dinge sind dann manchmal meines Erachtens, ich habe auch noch eine Ausbildung gemacht als Entspannungstrainerin, ich bin auch immer bei der Mama ganz gerne, ich merke es selber bei mir, ich habe zwar sehr viel Energie, würde ich sagen, und ich habe das Gefühl, dass ich das alles irgendwie hinkriege. Ich sage nicht unter einen Hut, das geht nicht, es gibt keinen Hut. Aber grundsätzlich ist es ja auch so, dass wenn zum Beispiel, du sagst jetzt zum Beispiel in deinem Buch oder die Wissenschaft sagt, iPad und so und Fernseh und man nennt es mangelnde Zuwendung. Was ist denn mit viel zu viel Zuwendung? Also haben wir nicht in unserer Kultur auch etwas kultiviert, was früher nicht so war? Also sprich, es kommt halt auch wieder darauf an, ist es ein Kind, sind es zwei Kinder, sind es drei Kinder. Also wenn ich alles das lese, dann könnte man meinen, ein Kind in unserer Gesellschaft haben, nur eins in einer Wohnung ohne Community rundherum, ist eigentlich auch nicht wirklich artgerecht, weder für die Eltern noch fürs Kind, theoretisch. Nö, ist es auch nicht. Also ich hätte dem nichts hinzuzufügen, tatsächlich ist es so. Es ist weder für die Eltern noch für das Kind artgerecht. Nur in einer Familie, in einer Dreizimmerwohnung mit Papa und Mama aufzuwachsen oder sogar nur mit Mama oder nur mit Papa. Ne? Also das ist ja, das ist definitiv überhaupt nicht artgerecht. Und wenn wir jetzt sagen, okay, die Situation gibt's ja, jetzt nehmen wir mal Alleinerziehende, die eben wissen, okay, das Kind rastet zu Hause aus, total gesund und eigentlich ist das ganz normal, nur also wir müssen ja unsere Inseln schaffen und Inseln werden auch gerne geschaffen, wenn sie geschaffen werden, mit iPad, Fernseh, etwas, was halt einfach das Kind aber wenigstens für den Kaffee einfach ablenkt, oder? Einmal duschen oder auf Toilette, ohne dass jemand stresst, ja. Das geht ja, da geht es ja auch nicht um zu lange Zeit. Ich nehme an, die Menge macht es aus, was jetzt auch die Elektronik angeht. Aber was bedeutet es fürs Kind, wenn zu viel Aufmerksamkeit? Also ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich auf Instagram rumscrolle, dass da sehr viel Aufmerksamkeit, also ich meine nicht nur mit dem Outfit, sondern auch wirklich mein Baby, my love, Hashtag love of my life, Hashtag was auch immer, ja. Also diese zu viel Aufmerksamkeit ist ja auch nicht gesund, oder? Also im Prinzip sind es ja zwei Fragen. Also die eine Frage ist ja, ist es okay, ein Kind mit einem Tablet ruhig zu stellen, wenn ich duschen muss? Alleinerziehend, ja, oder nicht? Und du hast es selbst schon gesagt, ich würde es genauso sagen, die Dosis macht das Gift. Die Wissenschaft sagt ganz klar, Kinder unter 2 haben an Bildschirm nichts verloren. Ja. Und auch Kinder im Vorschulalter eigentlich nicht. Da müssen wir überhaupt nicht um den heißen Brei rumreden. Das ist so. So, können wir Eltern uns daran halten? Wahrscheinlich nicht. Also, ich war selber 4 Jahre alleinerziehend und ich weiß genau, wie sich das anfühlt. So, und deswegen muss man auch immer abwägen. Also, vielleicht ist das nicht so gut, wenn mein 3-Jähriger jetzt erstmal eine 20 Minuten YouTube guckt. Aber vielleicht wäre die Alternative, dass ich so gestresst bin, dass ich ihn den Rest des Abends anmecker oder anbrülle.
was ist dann die größere, das größere Problem? Und deswegen müssen wir immer gucken, also was brauche ich, was braucht das Kind? Und dann aber schauen, und das finde ich tatsächlich wichtig, dass wir uns nicht drauf ausruhen. Also als ich gemerkt habe, mit zwei Kindern alleine, das ist nicht zu schaffen. Also, und bei mir war es auch so, bei vielen Kindern ist ja so, wenn du die dann eine halbe Stunde vor YouTube parkst, sind die ja hinterher nicht entspannt und sagen, super Mama, jetzt bin ich entspannt, lass uns was Entspanntes machen. Sondern dann fahre ich ja erstmal eine Stunde die Kinder wieder runter, weil die sind ja, Dopamin, Dopamin, gib ihm. So, das heißt, erstens hat diese Beruhigung der Kinder durch Medien immer ein Preisschild. Und zweitens finde ich, ist total legitim, das zu tun und mich dann aber auch zu fragen, okay, wenn es meine Dauerlösung wird, wenn ich mein Leben nicht mehr schaffe, ohne meine Kinder am Tag, ich übertreibe jetzt mal 2 Stunden vor einem Bildschirm zu parken, dann finde ich es an der Zeit zu überlegen, was könnte ich ändern? Und bei mir ist tatsächlich so, dass ich aus der schönen Stadt Berlin in ein mini kleines Dorf in der Nähe von Bonn gezogen bin, weil ich gesagt habe, ich bin alleinerziehend mit 2 Kindern. Mein Mann ist zu dem Zeitpunkt nicht zuverlässig gewesen. Ich ziehe zu meinen Eltern. Und glaub mir, ich konnte mir bestimmt auch lustigere Dinge vorstellen, als in dieses Kuhkaff zu ziehen. Aber es war für mich klar, sonst ist die Alternative, ich muss die Kinder ständig irgendwo parken. Und das will ich nicht. Und ich schaffe das sonst psychisch einfach nicht. Ich kriege die Krise. Nein. Und dann bin ich tatsächlich jetzt 7 Jahre bei meinen Eltern gewesen und habe bei meinen Eltern gewohnt um die Ecke. Weil dann immer jemand da war, wo ich sagen konnte, mir fällt heute an die Decke auf den Kopf. Könntet ihr bitte mal eine halbe Stunde die Kinder hüten? So, also insofern finde ich, hat das so 2 Teile. Ich finde es total legitim. Die Dosis macht das Gift. Wenn es zur Dauereinrichtung wird und wenn ich mein Leben anfange, darauf aufzubauen, muss ich überlegen, was in meinem Leben läuft falsch. Und wo könnte ich vielleicht an der einen oder anderen Schraube drehen? Und die zweite Frage, die du gestellt hast, diese Aufmerksamkeit aufs Kind. Also grundsätzlich ist es so, es kommt ein bisschen aufs Alter an. Und ich denke, es kommt ein bisschen drauf an, auf die Intention. Also wenn meine Intention ist, ich will dieses Kind bestmöglich fördern, dann werde ich dem Kind auch Ruhezeiten und Auszeiten von mir geben, weil das ist bestmögliche Förderung. Wenn meine Intention aber ist, du bist mein Lebensinhalt, du bist mein Projekt, wenn du gut gedeihst, bin ich glücklich, dann trägt das Kind eine Last, die es nicht tragen kann. Ne, also ich habe das in Erziehen ohne Schimpfen auch geschrieben, wenn die Kinder sich gut benehmen müssen, damit wir uns wertig fühlen als Mensch, das kann nicht funktionieren, das wird auch nicht funktionieren, weil die Kinder werden sich nicht immer gut benehmen, das ist auch nicht ihr Job. Ne, und insofern, da muss man einfach draus immer gucken, was ist die Intention dahinter, und in der Regel sagen die Kinder auch irgendwann so, oh, danke, jetzt ist aber mal genug. Das ist sehr, sehr spannend, also es ist wirklich... Das war jetzt nur ein Satz, aber ich glaube, der wird vieles erwecken, wenn man den mal richtig reflektiert, weil ich glaube eben, man muss keine Prüfung machen, um ein Kind zu bekommen. Die Romantik ist irrsinnig, oh, schwanger, wir beide Kinder und yay, und dann kommen die Kinder und die Realität ist einfach so, Kinder haben ist eine Lebensaufgabe, es ist unendliche Aufgabe, wenn du bedenkst, dass du bis 18 später, also ja, vielleicht auch nicht mehr mit 18. Ich kenne auch solche, die mit 22 noch zu Hause sind. Also, hier unsere Größen in der Patchwork-Familie sind 22 und fast 25. Und die brauchen immer noch Eltern. Ist ja nicht so, dass die, also ich bin über 40 und wenn es mir nicht gut geht, dann lasse ich mich von meiner Mama in den Arm nehmen. Also. Eben, es ist eine Lebensaufgabe und es ist einfach auch, ja, es ist kein Zuckerschleck und es gibt keine Kinder, die ein Zuckerschleck sind. Und wenn, dann würde ich mich fragen, ob was nicht stimmt, ja, mit dem Kind. Auf jeden Fall hat man ja, du hast gesagt, die Intention. Ich denke da immer an meine Vision. Ich habe mich gefragt, also bei mir ist es noch mal ein bisschen spezieller. Mein Sohn ist dann bei Papa geblieben, sprich, wir haben leider bei der Trennung haben wir uns gestritten 3 Jahre. Er war erst 6 und irgendwie ist es dann so rausgekommen, dass dann hieß, ja, bleib beim Papa in München, weil er jetzt da schon eingeschult ist und so. Und dann musste ich als Mama erstmal richtig zurückstecken und das war für mich auch ein Prozess. Und heute, wir haben eine wunderbare Beziehung. Er ist jetzt 10, also pre-Teenager. Und dann habe ich mich gefragt, was ist meine Vision als Mutter? Ja, was ist das große ganze Ziel von meiner Art und Weise, wie ich meinen Sohn erziehe? Und dann habe ich mir gesagt, also du hast noch was viel Besseres gesagt in einem Podcast. Ich habe einen Podcast gehört, wo du gesagt hast, hey, unsere Kinder suchen irgendwann mal unser Altersheim aus, ja? Und das ist ein extrem spannender Gedanke. Ich habe mir als Vision gesetzt,
dass ich möchte, dass mein Sohn mich mindestens, wenn er erwachsen ist, mindestens einmal die Woche gerne besuchen kommt. Also, weißt du, so, hey, Lunch mit Mama ist cool, ja. Und genau da habe ich gemerkt, ab 10, muss ich sagen, erst, weil man hat ja wie das Gefühl, es ist mein Kind, es ist meine Verantwortung, es ist mein Druck, dieses Kind als guter Erdenbürger in die Welt zu entlassen. Und mit 10 merke ich jetzt schon, dass unsere Beziehung, vielleicht bin ich auch ein bisschen achtsamer, weil ich ihn halt weniger habe bei mir, als im verrückten Alltag, wo man gar keine Zeit für so romantische Gedanken hat. Aber ich persönlich habe gemerkt, mit 10 ist es wie eine neue Beziehung. Ja, also er ist in der Entfaltung, merke ich. Also er sagt auch, wenn ich sage, hey, also wenn ich auf 3 zähle, dann schaut er mich so an und wartet einfach und sagt, na, und jetzt sagt er mit 10, und was passiert nach 3? Und ich so, nichts. Aber ich merke einfach, dass ich jetzt irgendwie auf eine andere Wellenlänge mit ihm gekommen bin und mir neu Gedanken machen muss, wie ich Nein sage, wie ich es ihm erkläre und so. Gibt es da auch aus der wissenschaftlichen Sicht her so wie Phasen, wo man sagen kann, da bist du ganz alleine verantwortlich, da fängt es an, ihren Willen zu, oder das Kind fängt an, den Willen zu äußern, und da musst du wirklich aufpassen, dass du dann den Faden zu deinem Kind nicht verlierst, ja, also vor allem going on teenager. Wo, ja, sagst du, ist die heißeste Phase, wo man sich als Elternteil wirklich Gedanken über die Beziehung machen sollte, die man zu dem Kind hat? Also ich würde sagen, natürlich in jeder Phase. Die Ich-Bildung setzt ja ganz früh ein beim Homo sapiens, ne? Also die sind ja anderthalb, da fangen die an. Also meine Mutter behauptet, ich hätte mit 8 Monaten das erste Mal Nein gesagt. Ne? Also dieses Ich grenze mich von dir ab, setzt ja ganz früh ein. Diese ganze Persönlichkeitsbildung. Und es ist tatsächlich so, wenn du es mal an der Skala nimmst, wann braucht ein Kind mich, um sich zu beruhigen? Dann wissen wir, Säuglinge müssen wir beruhigen, Kleinkinder müssen wir koregulieren. Das heißt, also Säugling, du beruhigst mich. Kleinkind, ich beruhige mich mit dir und du bist für mich da. Ab 6, ich kann mich beruhigen, wenn jemand da ist, dem ich vertraue. So ein 10-jähriges Kind, Jesper Juhl sagt ja selber oder hat gesagt, der Gute, ab 10 ist vorbei mit Erziehung. Ab 10... Genau. Ernten wir das, was wir gesät haben. Weil die Kinder jetzt anfangen, tatsächlich in eine neue Phase einzutreten. Und wir sind nicht mehr die Erziehungsperson, sondern jetzt geht es wirklich um Verhandeln, um Augenhöhe, um Gleichwürdigkeit, nicht Gleichberechtigung. Also meine 10-Jährige entscheidet nicht, wann wir einkaufen gehen, weil sie weiß nicht, dass Montag Feiertag ist oder so. Aber Gleichwürdigkeit, wenn sie sagt, ich habe aber keine Lust, einkaufen zu gehen, dann kann ich, dann sage ich bei einem 3-Jährigen, tut mir leid, du kommst aber mit. Und bei einer 10-Jährigen sage ich, okay, für mich ist aber nicht okay, dass ich einkaufen gehe und du Tablet spielst. Und dann sagt sie, na, ich könnte so lange was kochen. Und da sage ich, wow, okay, gut, ich gehe einkaufen, du kochst. Oder ich könnte mein Zimmer aufräumen oder whatever. Dass ich sage, ich will, dass du was für die Gemeinschaft tust, weil jetzt ist die Zeit, wo alle was für die Gemeinschaft tun. Ich finde es nicht okay, dass einer sich ausklingt und seinen Ego-Trip fährt. Oder ich sage, weißt du was, du hast so eine stressige Woche gehabt, geh Tablet spielen, schnapp dir deinen großen Bruder, ich schnapp mir den Mann, der Mann und ich gehen einkaufen. Das ist okay. Und mit 10 treten wir in diese Phase tatsächlich ein. Und es ist auch die Phase, wo Selbstberuhigung gut funktioniert. Die brauchen uns immer noch. Und es ist auch immer noch, ich meine, selbst wenn ich traurig bin, freue ich mich, dass mein Mann mich in den Arm nimmt. Und trotzdem sind wir mit 10 an so einer Schwelle. Und Jesper Juhl ist da ganz krass. Der ist ja sehr radikal. Der sagt, was du bis dahin nicht an Beziehungen aufgebaut hast, jetzt wird es schwierig. Der Umkehrschluss ist aber, die Beziehung, die wir bis dahin aufgebaut haben, jetzt fängt die an zu tragen. Und jetzt können wir surfen. Und das ist total schön. Ich habe die Beziehung zu meinem Sohn letztens beim Abendessen erklären müssen. Und dann kam mir dieses Bild von diesem Federball. Es ist so ein Federball. Wir sind so, es ist schön, es darf auch mal, aber wir haben einen Flow. Und ich habe dann auch immer gesagt, so, weißt du, alle sagen Teenager, sie sind so, oh, und die machen die fertig und überhaupt. Und ich kenne mich ja noch selbst von damals. Aber das muss nicht sein. Ich habe nicht, kann mir nicht vorstellen, das muss nicht sein. Wir müssen die Eltern davon befreien, dass Teenager
unbedingt Terror sind. Ich glaube, die Teenager sind die Quittung für das, was wir geerntet haben, gesät haben, oder? Ja, ich habe das ja in Erziehen ohne Schimpfen, habe ich das ja erklärt. Ich habe mit meinen Kursen gemacht eine schöne Übung mit Eltern. Und die heißt, ich setze mich hin, die wird auch erklärt im Buch. Ich kann das auch nur empfehlen, für jeden das einfach mal auszuprobieren. Das ist wirklich beeindruckend. Ich setze mich hin, ich sage, macht die Augen zu, entspannt euch, denkt an nichts, kommt einfach mal an euren Körper an, achtet auf euren Atem. Es gibt nichts zu erreichen, setzt euch mal nochmal hin, hört mir zu. Und dann sage ich 10-mal ja, 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 10-mal und 10-mal nein, 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 nein. Und dann frage ich die Leute hinterher, wie habt ihr euch gefühlt? Und die Antworten sind immer gleich, seit Jahren. Diese Übung ist von Daniel Siegel und ich mache die seit Jahren auch mit 200 Leuten in der Stadthalle in Bayern. Und die Antworten sind immer gleich. Die Leute sagen, boah, wenn du ja sagst, da öffne ich mich und ich will zu dir hin und ich fühle mich so warm und ich fühle mich groß und hell und ich finde dich sympathisch und ich will zu dir. Und wenn du Nein sagst, dann ist es, als würde so eine Tür zugehen. Hier vorne wird alles fest, ich werde klein, es wird dunkel, ich will weg von dir. Und ganz notabene, ganz viele sagen, und nach dem 5. Nein habe ich dir einfach nicht mehr zugehört und habe angefangen zu denken und dachte, ich warte einfach, bis es vorbei ist. So, das ist genau das, was unsere Teenager machen. Wenn unsere Teenager ab Laufalter, wo sie nämlich Dinge machen, die wir nicht wollen, immer hören, nein, lass das, nein, nein, nimm die Finger weg, lass das, nein, nein, nicht der Hund, nicht die Pflanze, nein, nein, komm da runter, nein, nicht das anfassen, nicht im Mund nehmen. Und dann als Schulkinder hören, sitz gerade, was machst du denn da, ist vernünftig, hast du deine Hausaufgaben, wo sind deine Schuhe, wieso ist dein Zimmer nicht auf, das ist alles, nein, nein, nein. Dann sind die als Teenager tatsächlich links rein, rechts raus. Und warum? Weil es nicht zu ertragen ist für den Homo sapiens, so viel Nein zu kriegen. Und da sie sich mit 10 anfangen, so abzukoppeln und in die Welt rauszugehen, koppeln sie sich auch von den negativen Dingen ab und sagen, nö, ich höre dir einfach nicht mehr zu. Und es ist tatsächlich, es ist unangenehm, aber dafür sind wir Eltern verantwortlich. Ja, und unangenehm, apropos, wenn sowas passiert, ja. Also ich habe mindestens genauso viel Gesundheit. Ich habe mindestens genauso viel Eltern ausrasten sehen in meinem Leben oder mich selbst auch, wie auch Kinder. Also für mich ist das nicht die Kinder, die sind ja meistens auch die Eltern. Und du hast mal gesagt, dass, das hat mich sehr beruhigt übrigens, laut werden ist nicht immer gleich schimpfen. Nein. Und erklär bitte mal, das finde ich extrem wichtig, dass man das differenzieren kann und deshalb hier noch für die Zuhörer und Zuhörerinnen, das ist wie Balsam für die Seele, weil eine Beziehung bedeutet auch authentisch sein und authentisch sein bedeutet manchmal auch losing it. Ja. Und es ist ja total okay, die Frage ist, wie verliere ich mich? Ne? Also bin ich laut im Sinne von, ich gehe gegen die Kinder, boah, du faules Stück, mir reicht's. Du lässt alles überall rumliegen. Ich schmeiß dich raus, wenn das so weitergeht. Du bist wie dein Vater oder wie, weiß der Geier. Tut weh, das ist wie Schläge. Es sind tatsächlich im Gehirn genauso, als würde ich jemanden schlagen. Im Gehirn kommen die gleichen Effekte zustande. Oder ob ich laut bin und sage, oh Gott, es ist mir zu viel, ich habe zu viel gearbeitet, ich verstehe, dass ihr Kinder seid, aber es ist total laut hier und ich kriege es nicht auf die Reihe, ich will eigentlich Urlaub machen, ich schaffe es nicht, es ist mir, ich kann nicht mehr, wir müssen eine Lösung finden. Da kann ich so laut sein, wie ich will, das ist für die Kinder nicht bedrohlich und es soll nicht verletzen, sondern ich sage, mein Problem hier, ich ganz alleine, weil ich erwachsen, ich bin zuständig, ich bin verantwortlich. Und ich übernehme diese Verantwortung, kippe sie nicht auf die Kinder auf und sage, du bist schuld, dass mein Chef mir die ganze letzte Woche Stress gemacht hat. Ich sage, ich habe mir Stress machen lassen und jetzt kann ich das hier nicht mehr aushalten. Wir müssen eine Lösung finden. Und das heißt nicht, dass ich das aushalten muss. Und es heißt auch nicht, dass ich still sein muss. Es heißt nur, dass ich die Kinder nicht angreifen darf. Bei Erziehen und Schimpfen geht es tatsächlich darum, die Kinder nicht zu bedrohen, nicht unter Druck zu setzen, nicht zu beschämen, nicht zu demütigen, nicht anzugreifen. Weil das ist das, was wir alle im Affekt oft machen, ne, dass wir sagen, wenn du nicht so wärst, dann müsste ich nicht so schreien. Wenn du dich nicht so aufführen würdest, dann würde ich jetzt nicht so schimpfen. Das ist Quatsch. Ich bin erwachsen. Ich bin vollumfänglich verantwortlich für jede meiner Verhaltensweisen zu jeder Zeit. Das ist das Letzte, was wir als Eltern hören wollen. Das ist mir völlig klar. Es geht mir genauso. Ich habe auch Tage, wo ich denke, nee. Also heute sind aber wirklich mal die Kinder schuld, ja? Also heute liegt es wirklich nicht an mir. Aber wenn ich dann abends mit meinem Mann im Bett liege, dann müssen wir uns leider eingestehen,
wahrscheinlich lag es doch an uns, weil wir sind die Erwachsenen. Es ist unser Job. Und das heißt auch nicht, dass Kinder alles dürfen, aber es das heißt, dass ich immer, die eigentlich wäre im Idealfall, würde ich immer die Fähigkeit haben zu sagen, stopp, ich will es nicht. Ich will nicht, dass du weiter Tablet spielst. Es ist mir zu laut. Ich brauche, dass du jetzt deine Hausaufgaben machst. Was brauchst du dafür? Statt, hört auf mit dem Geschrei, weg jetzt mit den Tablets. Wenn du jetzt nicht sofort Hausaufgaben machst, dann bla bla bla. Ne? Und es ist möglich, aber wir haben es so oft nicht gelernt. Ich habe es auch nicht gelernt, aber wir können es lernen. Das ist, am Ende ist es eine Trainingsfrage. Was ist mit dem, mit der Thematik, also apropos Erwachsene, eine neue Thematik, mit der man sich vorher nicht so extrem beschäftigen musste und man auch noch nicht weiß, was die Auswirkungen davon sind? Handykonsum ist ja mittlerweile ein großes Thema und ich habe das selber, also ich habe eine Riesenmama-Community aufgebaut auf Facebook und das bedeutet, ja, eben um das auch handeln zu können, während mit Baby und so ist halt viel Handy. Mein Sohn hat mich irgendwann mal gefragt, Mama, arbeitest du bei Facebook? Habe ich gesagt, ja, so ungefähr. Nee, wenigstens arbeite ich da, genau. Und was denkst du oder vielleicht weißt du, passiert hier? Also mein Gedanke ist manchmal so ganz intuitiv, Rasha, tu dein Handy weg, weil wenn dein Kind dich anschaut und weißt du, so sich so noch sucht, ja, dann gebe ich doch dem Kind, wenn ich das Handy so vor mir habe, das Gefühl, dass dieses komische Gerät hier wichtiger ist als dieser kleine Mensch vor mir. Und was macht das mit unseren Kindern? Also Rasha, ich habe dem wenig hinzuzufügen, weil genau so ist es. Also wir sehen das ja schon bei Babys und es ist wirklich dramatisch. Wir sehen Babys, die im Kinderwagen so machen und die Gesichter ihrer Mütter suchen und die Mütter schieben so den Kinderwagen. Nein, es gibt eine schwedische Studie, es gibt zwei interessante schwedische Studien dazu. Studie Nummer 1, ich habe die Zahl nicht mehr genau im Kopf, schon ein bisschen her, aber die erste Studie hat belegt, dass ein sehr großer Anteil von Eltern schon mal im Supermarkt oder auf der Straße ihre Kinder verloren hat, weil sie auf die Handys gucken, ne? Also Sicherheitsaspekt. Und es gibt tatsächlich ein Ergebnis, dass schon Kleinkinder anfangen, depressive Verstimmungen zu zeigen, wenn die Eltern ständig aufs Handy gucken statt aufs Kind. Aber auch da muss man ganz klar sagen, Rasha, brauchen wir dafür Studien? Ist es doch völlig klar. Also wie geht mir das, wenn ich was von meinem Partner will und der guckt aufs Handy? Oder wenn ich, ja, wie fühle ich mich, wenn mein Mann zum Zimmer reinkommt und ich weiß, er will eigentlich mit mir reden und ich gucke die ganze Zeit aufs Handy? Ich meine, jeder Homo sapiens merkt doch, da stimmt was nicht. Und ich kann fuchsteufelswütend werden, wenn ich von jemandem was will und der guckt auf sein dummes Handy. So, die Kinder dürfen aber nicht wütend werden auf uns. Und da liegt das Problem. Die Kinder können nicht wütend werden auf Mama und Papa, weil wir sind ja die Größten, die Wichtigsten, die alles richtig machen. So, wo geht die Wut hin, wenn ich diese unglaubliche Wut habe, weil Mama und Papa sich nicht um mich kümmern? Sie geht nach innen und da darf sie nicht hin. So, was machen wir? Ja. Ich habe einen Podcast zusammen mit einem Verhaltenstherapeuten, die Elterncouch. Und wir haben tatsächlich, ich glaube, es ist unsere erste oder zweite Podcast-Folge, in der wir erklären, schafft handyfreie Zonen. Also dieses Ding hier hat genauso seinen Raum und seine Zeit wie alles andere. Wenn ich nach Hause komme, dann lege ich dieses Telefon in einen Korb im Flur und da bleibt es liegen. Und wenn ich was machen muss, dann sage ich, liebe Familie, es tut mir total leid, ich bin nicht fertig geworden mit meiner Arbeit, ich muss jetzt noch mal 10 Minuten daran. Und dann gehe ich daran und dann bin ich 10 Minuten da dran und kläre das und dann kommt es wieder in den Korb. Bei uns ist das Wohnzimmer eine komplett handyfreie Zone. Wohnzimmer, keine Handys. Esstisch, keine Handys. Da kann die Welt untergehen. Wenn wir essen, essen wir. Da kann Hollywood anrufen. Das ist mir wurscht. Wenn ich mit meinen Kindern esse, dann höre ich ihre Schulgeschichten, dann höre ich ihre Bedürfnisse. Ich höre meinen Kindern zu. That's it. Das ist jetzt das Wichtigste auf der Welt. Und ich glaube, so können wir es eigentlich relativ gut machen. Ne, dass wir sagen, okay, die Handyzonen sind da, wo die Kinder nicht sind. Wenn die Kinder da sind, oder immer um mich rum sind, dann habe ich Zeiten, wo ich das mit dem Handy mache. Ich kommuniziere es aber auch und es gibt komplett handyfreie Räume. Das ist eine wunderbare Idee.
Es gibt ja so Boxen, hast du die schon mal, hast du schon mal von den Boxen gehört, wo die ganze Familie das Handy reintut und dann mit einer, wie sagt man, mit einem Timer, also da komme, was wolle, da kannst du weder, das kannst du weder aufbrechen noch sonst was. Oh Ich Gott. glaube, es braucht was heutzutage schon, damit es gar keine Diskussionen oder Möglichkeiten, weil ich denke, es sind ja nicht nur die Erwachsenen. Überleg mal, Rascha. Wenn es das braucht, was Krass. heißt das? Das heißt es, wir stehen vor unseren Dreijährigen und sagen, nein, du isst jetzt nicht die Schokolade von Oma, die ist für morgen. Und wir erwarten, dass sie das schaffen. Belohnungsaufschub, Rascha. Und wir schaffen das nicht? Weil das ist eine Dopaminschleuder. Das ist eine Belohnungsschleuder. Das ist unsere Schokolade. Und wir schaffen das nicht. Und dann verlangen wir von unseren Dreijährigen, dass sie sich nicht aufregen, wenn sie kein Eis kriegen. Also da muss man, finde ich, ganz klar sagen als Eltern, wow, wenn ich so weit bin, muss ich mir echt an die eigene Nase fassen und mich mal fragen, vielleicht wäre Dopaminfasten, das ist ja auch gerade ganz in, aus guten Gründen, vielleicht mal eine gar nicht so schlechte Idee. Ja, das ist jetzt zum Beispiel mit meinem 10-Jährigen nicht mehr möglich. Der schaut mich an und sagt, der kommt, nimmt sein Handy und sagt, ich nehme das Handy jetzt auch, wenn du das Handy anschaust. Also, und da kannst du ja nichts mehr sagen. Er hat ja völlig recht. Also, wenn ich sage, Handy frei, dann muss ich das mit ihm zusammen machen. Also eben ab 10 ist es dann eben nicht mehr so einfach. Und ich möchte dich jetzt generell, also auch im Zusammenhang mit der letzten Frage, nochmals darauf, also es ist eine sehr schwierige Frage, darauf ansprechen. Wir erziehen ja nicht einfach unsere Kinder, sondern wir schaffen ja die Zukunft auf eine Art und Weise. Das heißt, eigentlich ist die Aufgabe, Eltern sein, eine sehr wichtige Aufgabe und eine, die eben nicht nur uns selbst als Familie und unser Ding angeht. Was ist heutzutage die Aufgabe von Eltern im Zusammenhang mit Erziehung? Weißt du, man kann ja sagen, okay, gibt dir zum Beispiel, wir müssen starke Kinder großziehen. Damit sie, also ja, damit sie gut gedeihen können. Andererseits müssen wir Beziehungen vorleben, damit sie dann auch gute und schöne Beziehungen haben können und nicht unsere destruktiven Muster übernehmen und so weiter und so fort. Gibt es da eine, kannst du diese Frage kurz und knackig beantworten, was denn überhaupt unsere Aufgabe ist? Weil Erziehen ist ja eigentlich nicht die Grundaufgabe von Eltern, oder? Na dann überleg mal, was ist das, was wir brauchen in den nächsten 200 Jahren? Wir brauchen Klimaschützer, weil sonst brauchen wir nichts. Wenn wir das Klima nicht in den Griff kriegen, dann brauchen wir nichts mehr. Dann hat sich alles andere erledigt. So, was müssen Klimaschützer können? Sie müssen solidarisch sein können, und zwar mit der ganzen Welt. Sie müssen teilen können. Sie müssen Probleme lösen können und sie müssen wahrscheinlich eine ganze Menge Rückschläge einstecken können. Und damit, finde ich, haben wir die Liste Also Resilienz. unserer aktuellen Erziehung. Also Resilienz brauchen sie. Resilienz, genau. Sie müssen resilient sein. Und damit hast du die Liste unserer aktuellen Erziehung. Sie müssen natürlich stark und mutig sein, aber sie müssen auch resilient sein. Sie müssen in der Lage sein, in der Gruppe Konflikte lösen zu können. Sie müssen um die Ecke denken können. Und sie müssen den Glaube, die Liebe und die Hoffnung haben, dass alles gut wird. Und wenn Sie das von uns Und jetzt kriegen, mal, haben wir gute Chancen. und jetzt mal noch zum Schluss den eher spirituellen Aspekt. Müssen wir Eltern nicht Fehler machen bei unseren Kindern, mit unseren Kindern, damit sie daran wachsen können? Ja, ich höre es oft. Und ich habe da. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht dazu, sozusagen aus meiner Welt. Ich glaube, dass dieses Eltern müssen Fehler machen, ist so ein bisschen, oh Gott, sonst kann man es nicht aushalten, weil wir machen so viele Fehler. Deswegen ist das für mich eher so eine Mogelpackung. Aber ich habe was anderes für dich. Ich glaube, dass jede Generation nur einen Schritt gehen kann. Das heißt, ich kann nicht von jetzt auf gleich, egal wie viele Elternkompasse ich lese oder schreibe, die perfekte Erziehung hinlegen. Ich glaube, dass es bestimmt Zeiten gab, in denen der Homo sapiens so in Balance war mit sich und der Natur, dass wir innerhalb der sozialen Gruppe sehr, sehr, sehr viel Liebe und Gleichmut und Balance hatten. Aber das ist lange, lange her. Und
wenn ich die Generationen hinter mir angucke, meine Großmutter hat eine absolut gruselige Kindheit gehabt. Ganz gruselig, ganz schrecklich. Die hat meiner Mutter verglichen damit eine relativ gute Kindheit ermöglicht. Aus heutiger Sicht immer noch total gruselig. So. Meine Mutter wiederum hat es bei mir schon viel, 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 viel besser gemacht. Und ich versuche es bei meinen Kindern besser zu machen. Und meine Kinder werden diese Altlasten nicht mehr mit sich tragen, weil es bei ihren Kindern wieder besser machen. Und ich denke, das ist das, was wir brauchen. Wenn wir uns mit Perfektion knebeln, erzeugen wir Stress. Und Stress erzeugt tatsächlich negatives Erziehungsverhalten. Und deswegen bin ich immer gegen Perfektion. So, und immer für, geh den Schritt, den du gehen kannst und sei dir dankbar dafür und vertraue darauf, dass deine Kinder den nächsten Schritt gehen werden. Und wenn wir uns einfach darauf konzentrieren, dann wird tatsächlich alles gut werden. Schön, dann kann man ja auch sagen, ich gebe einfach mein Bestes. Mein Bestes ist ja immer sehr für jeden verschieden und jeden Tag anders. Und gehe davon aus, dass mein Kind dann das noch besser macht als ich. Und dann wachsen wir da so rein in eine wundervolle Elternschaft und Beziehung zwischen Kind und Eltern. Und ja, also ich glaube auch, dass das alles gut kommen kann, wenn wir alle an einem Strick reißen und gewisse Regeln, oder das ist Regeln, das klingt so doof, also wissenschaftliche Erkenntnisse einfach anerkennen. Und dann, ja, wie gesagt, kommt das gut. Ich glaube halt einfach, eben wie gesagt, es braucht einfach sehr Erwachsene und auch das Eingeständnis, dass wir auch gewisse Muster mittragen aus unserer Kindheit, die uns ja nicht gut getan haben und deshalb wollen wir die auch nicht weitergeben, oder? Also ja, aber das ist eingeständnis. Also ne, du kannst es ja nicht weghexen. Ne, und gerade unter Stress kommen diese Muster auch hoch. Und es ist auch okay. Also wichtig finde ich, nicht perfekt zu sein. Wichtig ist, nach vorne zu gehen. Ja, und auch an sich zu arbeiten. Man schickt ja immer die Kinder in die Therapie und man hört dann immer, eigentlich sollten sie in die Therapie kommen. Also als Entspannungstrainerin fand ich den Elternabend immer den wichtigsten Abend. Und das, die Arbeit mit den Kindern war auch wundervoll. Aber verstehst du, was ich meine? Ja, logisch. Also wir sind ja der Anfang. Ja. Und die Kinder, das Problem bei der Erziehung ist ja, die Kinder tun nicht, was wir sagen, sie tun, was wir tun. Und das ist eine total unangenehme Erkenntnis, weil manchmal, wenn ich sehe, was meine Kinder tun, denke ich, Heidewitzka, oh, das finde ich gar nicht gut. Und wenn ich danach denke, denke ich, von wem könnten sie das wohl haben? Oh, vielleicht haben sie das von mir. Na gut, dann muss ich wohl nochmal drüber nachdenken. Aber das ist okay. Also ich finde, es ist nicht schlimm, Fehler zu machen. Ich glaube nicht, dass Kinder Fehler brauchen, aber ich glaube, es ist nicht schlimm, welche zu machen. Weil es gibt fast nichts, was wir mit Liebe nicht auch wieder ausbügeln können an Verhaltensweisen, an Lustigen, die wir den Kindern weitergeben. Und wir lernen ja auch zusammen. Ne? Du hast von deinem 10-jährigen Sohn erzählt, meine Kinder sind auch 10 und 13 und da merke ich immer mehr, boah, wie wir auch zusammen lernen und uns zusammen entwickeln. Mein Sohn und ich, wir sind beide so sehr aufbrausend und wir sind beide so, boah, und dann kriegen wir uns in die Wolle und die ganze Familie steht daneben so, hä, die beiden Streithähne. Und wir sind mittlerweile so, dass einer von uns beiden, und oft ist es sogar er, sagt, ey, wollen wir gerade streiten? Nee, wir wollen eigentlich nicht streiten. Komm, wir lassen es einfach, wir streiten nicht. Und wir schaffen das zusammen. Ne, das finde ich auch schön, wenn die Kinder größer werden, dann erntet man wirklich, was man sät, weil das habe ich natürlich gesät, als er klein war, dass ich da schon versucht habe zu sagen, pass auf, lass uns nicht so streiten, das ist Quatsch. Ja, absolut. Ich glaube, dass man gemeinsam einen Weg findet. Und mir ist noch eine Frage eingefallen zu der ersten Aussage, die du gemacht hast, von wegen Kinder, sollten nicht zwei, nur die Eltern da sein fürs Kind, sondern mehrere, was bedeuten würde, dass Fremdbetreuung, übrigens ganz schön ausführlich in diesem Buch dann auch zu lesen zur Fremdbetreuung, aber ich wollte trotzdem kurz und knackig noch von dir entlocken, ist es jetzt gut, ist es jetzt okay, Kinder in die, ich sage es ungern, Fremdbetreuung, weil das stimmt so eigentlich nicht so richtig, aber ist es denn jetzt, ja, eigentlich gut in dem darf Fall. Oder die darf Kinder. Ich nicht, ist ja die Frage, ne? Ja. Genau. Die Antwort lautet, wie so oft bei mir, es kommt leider drauf an. Also es ist tatsächlich so, dass eine hochqualitative Fremdbetreuung für Kinder in der Regel okay ist, wenn die Zeiten an das Alter des Kindes angepasst sind. Also wir wissen, dass sehr kleine Kinder, die sehr lange betreut werden,
selbst dann damit ganz schön zu kämpfen haben, wenn die Betreuung qualitativ sehr hoch ist, weil ihre Cortisolspiegel einfach erhöht sind in der Betreuung. So, das heißt, es muss ans Alter des Kindes angepasst sein. Je kleiner das Kind, desto kuscheliger und desto kürzer die Fremdbetreuung. So, ganz simpel. Und ansonsten kommt es tatsächlich darauf an, wenn ich ein Kind habe, von einer, zum Beispiel in einer Familie, die in einer schwierigen sozialen Situation ist, wo viel Druck ist, viel Stress, die vielleicht die Landessprache nicht sprechen, dann kann es für das Kind total super sein, in der Fremdbetreuung zu sein. Die Familie wird entlastet, das Kind lernt die Landessprache, es kann sich gut integrieren, die Familie hat Luft und es ist für das Kind total super. Wenn ein Kind in einer Mittelstandsfamilie ist, die total gerne das Kind zu Hause haben, total super mit dem Kind klarkommen und vielleicht muss nur einer von beiden arbeiten, der andere kann super mit dem Kind zu Hause sein und macht es auch gerne. Und dann kommt das Kind, weil man das so macht, um die Ecke in den Kindergarten, der vielleicht gerade überfüllt ist oder nicht genug Fachkräfte hat, dann kann das für das Kind tatsächlich negativ sein. Also das heißt, wir müssen immer gucken, wo kommen unsere Kinder her, wo gehen sie hin? Und das Problem, was wir haben tatsächlich, das Gesellschaftliche, ist, dass Kinder aus den Familien, wo sowieso schon Probleme da sind, häufig nicht in qualitativ hoher Fremdbetreuung landen, sondern die qualitativ hohe Fremdbetreuung, da sind wir häufig mit den Familien vertreten, die sowieso sehr viel Energie, Kraft, Ressourcen haben. Da kommen die Kinder in diese tolle Fremdbetreuung. Und die Familien, wo es eher schwieriger ist, deren Kinder die qualitative Fremdbetreuung wirklich brauchen könnten, die kriegen sie häufig nicht. Und da müssen wir ansetzen. Ich finde es aber wirklich ein Unterschied, ob man über Deutschland oder Schweiz spricht. Weil in der Schweiz tatsächlich die Ausbildung der Erzieher viel besser ist als in Deutschland. Und in Deutschland selbst die Bertelsmann-Stiftung letztens festgestellt hat, eine qualitativ hochwertige Betreuung von Kleinkindern ist in Deutschland nicht möglich. Also das ist wirklich keine Öko-Stiftung, die Bertelsmann. Die sind stockkonservativ und total wirtschaftsnah. Und die haben gesagt, es ist nicht möglich im Moment in Deutschland. Wir haben nicht die Ressourcen. Und das, finde ich, ist in der Schweiz nochmal eine ganz andere Sache. Ja, also einmal abgesehen davon, dass aber in der Schweiz die Krippen ja nicht mal subventioniert sind und der Staat sich da noch ein bisschen mehr kümmern könnte um die Situation. Aber ich glaube, da hätten wir nochmal 2 Stunden Zeit zum Ratschen, wenn es um dieses Thema geht. Also herzlichen Dank für all diese wertvollen Informationen. Wie bereits schon gesagt, das Buch ist ein Nachschlagewerk. Es sind so viele Themen drin, wo man immer wieder nachschlagen kann und immer wieder schauen kann oder sich zurückbesinnen kann auf das, was wirklich auch mit sehr viel Arbeit und Mühe quasi eben wissenschaftlich errungen wurde. Und ich glaube auch, dass du ja immer wieder Kurse gibst, gell? Oder allgemein gibt es dich ja auch sonst zu sehen. Erzähl mal, wo kann man mehr von dir hören oder sehen, wenn man das Buch schon gelesen hat oder nicht lesen möchte? Also ich halte natürlich viele Vorträge. Das ist auf unserer Facebook-Seite im Moment und eigentlich auch der nicolaschmidt.de unter Termine kann man das immer finden. Die sind teilweise öffentlich und teilweise halb öffentlich. Und ich bilde aber auch tatsächlich Fachleute aus und weiter und auch Laien aus und weiter. Also wir haben einen Laien-Track, sogar eine Laien-Ausbildung, wo Mütter oder einfach Privatleute, die sagen, ich will das mal von der Pike auf lernen, bei uns eine Ausbildung machen können, wo wir das wirklich beibringen und auch beibringen, wie bringt man Eltern das nahe? Also wie hilft man Eltern damit? Das eine ist ja, ich weiß es, und das andere ist, ich kann es auch vermitteln. Und wir bilden auch Fachleute aus und weiter, also auch Kindererzieher, Wildnispädagogen, Waldkindergartenerzieher sind viele Leute, die von uns fortgebildet werden in unserem Fachpersonalausbildung, die wir anbieten. Und ich komme tatsächlich auch in einzelne Kitas mittlerweile, wo wir sozusagen das ganze Personal einmal schulen. Und genau, und die sind alle ziemlich glücklich über den Elternkompass, weil sie immer sagen, wenn mich jemand fragt, warum machst du das so, dann finde ich da jetzt den Grund. Ne? Also ich muss jetzt nicht mehr sagen, Bauchgefühl oder besser fürs Kind, sondern ich habe jetzt ein Buch und da kann ich immer sagen, hier, da, Seite so und so, da steht, warum die Wissenschaft sagt, dass sie das so machen können. Und es entlastet tatsächlich viele Leute und dafür war es auch gedacht.
Ja, und du hast ja auch, muss man auch dazu sagen, für das, dass es halt sehr wissenschaftlich ist, hast du das auch sehr verständlich eigentlich runtergebrochen, so dass es auch total Spaß macht, es zu lesen. Also herzlichen Dank und schön warst du da. Und ich glaube, das wird auch richtig Spaß machen, diesen Podcast zu hören. Herzlichen Dank euch fürs Zuhören und alle wichtigen Informationen, die wir jetzt, über die wir gesprochen haben im Gespräch, auch Nicolas Podcast, werden wir unten in den Shownotes zeigen. Die Webseite nicolaschmidt mit dt.de für mehr Infos über Nicola. Genau. Und dann sehen wir uns bald wieder mit dem nächsten Thema. Schön wart ihr da. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Danke, Rasche.